Die neue F-104G von SimSkunk Works und der Autopilot. SimSkunk Works hat in der Einleitung geschrieben, dass noch nicht alles so funktioniert, wie es gewünscht ist. Mit ein paar Tricks soll man aber alle Funktionen verwenden können. Ich habe sie heute ausprobiert, das ist das Ergebnis. Ich starte hier heute vom Flugplatz Tromsø, das ist in Nordnorwegen. Und ich teste den Autopiloten, das ist er, hat 5 Knöpfe. Zuerst werde ich die Höhenhaltefunktion aktivieren. Dafür steige ich erstmal auf einer sicheren Höhe von 3 bis 4000 Fuß. Hat man seine gewünschte Höhe erreicht, muss man die Maschine erstmal einigermaßen austrennen. Ist die Sink- oder Steiggrade zu hoch, lässt der Autopilot sich nicht aktivieren. Links oben schaltet man den Autopilot ein, der Knopf daneben ist die Höhenhaltefunktion. Jetzt wird die Höhe gehalten. Das macht er über die Trimmung. Wenn man die Höhenhaltung aktiviert, zieht die Maschine erstmal nach links. Das ist wohl ein Fehler. Ihr könnt aber einfach mit dem Joystick dagegen halten. Nach einer kurzen Zeit ist es weg. Der Hebel rechts daneben ist die Geschwindigkeitshaltefunktion, Mach Hold. Das geht nur exklusiv. Entweder Geschwindigkeit halten oder Höhe halten. Hab mich erst ein bisschen verwundert, dass nur eins von beiden geht. Wenn man aber überlegt, wie er es macht, ist das logisch. Er kontrolliert nämlich die Geschwindigkeit auch über die Trimmung. Und nicht über den Schubregler. Das heißt aber gleichzeitig, ihr könnt den Schub jetzt erhöhen und die Maschine steigt. Oder ihr verringert den Schub und ihr geht in den Sinkflug. Und das bei konstanter Geschwindigkeit. Beachtet, dass die Machtgeschwindigkeit gehalten wird und nicht die Airspeed. Wenn man zu viel eingreift, deaktiviert sich der Autopilot. Ich bin jetzt wieder im Höhenhaltemodus und fliege mit dem unteren linken Schalter in die Linkskurve. Die fliegt dann mit genau 30 Grad Neigung. Rechtsrum geht natürlich auch und man kann auch einfach umschalten. Deaktiviert man diesen Schalter, fliegt die Maschine erstmal weiter in dieser Schräglage. Man muss sie manuell wieder in die Horizontale bringen. Das ist auch ein Fehler, habe ich mir sagen lassen. Nun zum letzten Knopf des Autopiloten. Hier geht es um die Heading. In der Position Hold wird die aktuelle Heading gehalten, klappt so mittelprächtig. Ich habe es öfters gehabt, dass der Autopilot sich ohne erkennbaren Grund deaktiviert in dieser Funktion. Besser ist, man fliegt nach einem Navigationsziel. Dafür schaltet man diesen Hebel in die ganz rechte Position auf NAV. Ich habe hier am PHI einen Wegpunkt eingegeben und er strebt jetzt diesen Kurs an und hält ihn. Das funktioniert recht gut. Ich habe es nicht geschafft, dass der Autopilot in der Hold-Funktion einen vorgewählten Kurs am PHI folgt. Aber das ist richtig, das konnte der Autopilot der 104 nicht. Des Weiteren habe ich das Gefühl, dass der Autopilot auch noch nach seiner Deaktivierung Einfluss auf das Flugzeug hat. Beim Flug des ersten Vorstellungsvideos hat das fast zum Absturz geführt.